Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen kurzen Let's Play, könnte man sagen. Denn wir spielen The Lion's Song. Ich weiß noch nicht sehr viel über das Spiel, aber es ist ein sehr klassisches Indie-Game. Und ich habe die ersten 10 Minuten bei Gronkh im Livestream gesehen, gebe ich ganz offen zu. Aber er hat danach sofort abgebrochen, weil er es gerne als Let's Play bringen möchte. Aber da mich das Spiel selber angefixt hat und es sogar noch auf Deutsch war, das Spiel, das ist sehr, 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 sehr selten, dass Indie-Entwickler direkt Spiele auf Deutsch rausbringen. Und ja, ich würde gerne die erste Episode, die komplett kostenlos zur Verfügung gestellt wurde bei Steam, könnt ihr euch selber runterladen, gerne selber starten und gucken, was uns in diesem Let's Play bzw. in diesem Spiel auf uns erwartet. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und ich starte mal ein neues Spiel. Ich habe sowieso die ganzen Dialoge schon wieder vergessen. Meg, Bahnhof. Hast du genug Socken? Du brauchst genug Socken. Es ist kalt dort. Mama, du hast die Socken doch selber in den Koffer gepackt. Es ist voll mit Socken. Zusteigen bitte. Zusteigen für den Zug nach Wien. Du wirst schreiben, ja? Jeden Tag, Mama, versprochen. Ach, du Lügner. Zusteigen, letzter Aufruf für Wien. Lass den Bub doch gehen. Er wird Ärger kriegen, wenn er nicht zurechtkommt. Mach es gut. Mach es gut, Mama und Papa. Mach es gut. Wilma hat damals denselben Zug genommen. Jetzt ich. Wien, Musikakademie. Was kann ich hier machen? Oh, ach ja. Arthurs Schreibtisch. Sein Arbeitsplatz. Wie viel an diesem Tisch wohl schon komponiert hat? Wien. Von diesem Büro hat man eine herrliche Stadt über Wien. Ich bin gerne hier. Ich. Arthur, wo bist du? Du hast mich doch gebeten herzukommen. Jetzt sitze ich hier. Und warte. Vielleicht willst du ja endlich über uns reden. Aber du bist doch so schüchtern. Du würdest nicht wissen, wo du beginnen sollst. Sei nicht dumm, Wilma. Du hoffst immer, es passiert. Dann passiert doch nie etwas. Und ich bin froh, dass du hier bist. Ich hab dich einfach sehen müssen. Entschuldige bitte meine Verspätung. Warum wollten Sie mich sehen, Professor? Wo waren Sie denn? Ich warte noch nicht so lange. Wo waren Sie denn? Ach, sag Arthur zu mir. Wo warst du denn? Also, um ehrlich zu sein, ja. Wilma, deine Aufführung im Salon. Es war beeindruckend, dich spielen zu hören. Die Gäste, sie haben ihre Ohren nicht trauen können. Ja, es scheint ihnen gefallen zu haben. Oh ja, es scheint ihnen gefallen zu haben. Sie wollen mehr von dir hören, Wilma. Wir müssen diesen Momentum aufrechterhalten. Wie kommst du mit der neuen Komposition voran? Die ist schwieriger als die anderen. Ich komme voran. Deine Musik ist so neu. Sie bezaubert. Sie fordert einen heraus. Ich weiß, dass wir kurz davor sind, etwas Großartiges zu schaffen. Die Zukunft der Musik. Arthur, wir müssen auf deinen letzten Erfolgen aufbauen. Hörten wir jetzt auf, wir vertreten diese Chance. Wir müssen weitermachen. Wir müssen weiterarbeiten. Wir müssen dich, deinen Namen etablieren. Also, das ist... Was nun? Ich habe schon angefangen, aber... Oh, Arthur, ich komme nicht weiter. Ich komme einfach nicht weiter. Ich weiß nicht, wie ich die Komposition beenden soll. Sag das nicht, Wilma. So weit sind wir gekommen.
alles, wofür wir gearbeitet haben. Ich ertrage es nicht, dich so zu enttäuschen. Ich weiß, was es ist. Der Druck vom Institut. Leute, die zu deiner Aufmerksamkeit ringen. Die dich auf der Straße ansprechen. Ich, der dich noch weiter unter Druck setzt. Wien ist eben eine Stadt. Du doch nicht, Arthur. Das Momentum. Du doch nicht, Arthur. Du doch nicht, Arthur. Du brauchst eine Veränderung. So viel steht fest. Hör einmal, ich habe da eine Hütte in den Bergen. Dort wirst du bestimmt schreiben können. Nein, das kann ich nicht annehmen. Nein, du hast schon zu viel für mich getan. Wirst du mitkommen? Merkt irgendwie, dass das irgendwie... Ist das ein wienerischer Dialekt oder Sprache, dass man hier fast die Wörter halb schreibt? Wirst du mitkommen? Wirst du mitkommen? Das wird deinem Ruf kaum förderlich sein. Du wirst die Zeit alleine brauchen. Die Stille. Ja, die Stille. Ich kümmere mich um alles Weitere. Arthur, ich kann nicht. Das ist keine Bitte, Wilma. Es ist beschlossen. Eine Kutsche wird dich morgen abholen. Und da ist genug Proviant in der Hütte. Pack nicht zu viel ein. Du willst doch deine alte Geige nicht mitnehmen. Doch, diese alte Geige zu spielen beruhigt mich. Du wirst die letzte Strecke gehen müssen. Das ist ein ganz schöner Aufstieg. Ich werde es schon schaffen. Na gut, es wird das Beste sein. Du wirst ganz allein sein, ohne Ablenkungen. Irgendwo in den Alpen. Ach so, bald. Fast da. Ein paar Schritte noch. Puh. Ich habe eigentlich den Romas angeklickt. Endlich bin ich hier. Da ist die Arthurs Hütte. Oh, Arthur, ich hoffe so sehr, dass du recht hast. Dass ich hier meine Inspiration finde. Telefonmasten. Hier oben die einzige Verbindung mit der Außenwelt. Beeindruckender Ausblick. Die Wälder sind dicht hier oben. Die Bäume tragen dichte Nadelgewänder, durch die man kaum durchsieht. Pfad. Der Pfad führt hinunter zur Arthurs Hütte. Das muss die Hütte sein. Hoffentlich kann ich bald wieder schreiben. Ja. Kannst du irgendwie weitergehen? Dunkle Wolken hängen über den Bergen. Fast als warteten sie auf etwas. Der Wind nimmt allmählich zu. Es kann nicht mehr lange dauern, bis der Sturm hier ist. Ich sollte mich beeilen. Das ist noch ein gutes Stück weit weg. Vielleicht schaffe ich es noch vor dem Regen. The Lion Song, Episode 1. Silence. Ich habe es gerade noch vor dem Regen geschafft. Hoffentlich hört das bald wieder auf zu regnen. Also von mir aus kann es ruhig weiter regnen. Ich finde diese idyllische Umgebung sehr schön. Umgeben in einer Hütte voller Wald in den Bergen und es regnet. Das ist doch gemütlich bis zum geht nicht mehr. Also ich finde sowas bestimmt schön, wo man richtig auch Gänsehaut bekommt. War ganz schön anstrengend bis hier herauf. Puh. Na gut, Wilma. Zeit, deine Tasche auszupacken. Meine Geige. Meine alte Geige. Trotz all ihrer Kratzer und Kerben schenkt sie mir nur noch immer die schönsten Töne.
Petroleumlampe. Die Lampe leuchtet schwach. Hin und wieder tanzt die Flamme leise und flackert über einen kurzen Moment auf. Es hat zu regnen begonnen. Wie lange der Sturm wohl anhalten wird? Kästchen. Verschlossen. Verschlossen. Unwollende Komposition. Eine alte Komposition von Arthur. Gedichtband. Ein Gedichtband. Hier sind mehrere Gedichte drin. Rilke Hofmannsthal und noch einige andere. Obwohl auch... Ah, hier ist es, mein Lieblingsgedicht. Der Panther. Ich werde es später lesen. Alles ist im Wandel. Das Buch ist voller Formeln. Sie beschreiben das Phänomen von Veränderungen. Tonale Mannigfaltigkeit. Tonale Mannigfaltigkeit von Professor Arthur Caven. Ich wusste nicht, dass er ein Buch geschrieben hat. Briefe. Ein Stapel Briefe an Arthur adressiert. Ob ich sie wohl lesen sollte? Lesen, Gratulation, Bewunderung, ein Maler. Gratulation. Mein teurer Professor Caban, ich möchte Ihnen gratulieren. Mir wurde die Ehre zuteil, unlängst der kleinen Abendaufführung Ihrer Schülerin Wilma Dörfel im Salon beiwohnen zu dürfen. Es waren ja viele Leute skeptisch, wenn sie da wieder, verzeihen Sie den Ausdruck, anschleppen würden. Weiterlesen. So viele Wunderkinder waren es schon. Doch diesmal behielten sie recht. Als diese Musik dieser jungen Komponistin ertönte, wollte ich meinen Ohren kaum trauen. Und viele im Saal trugen einen ebenso verwunderten, wie erleuchtet Ausdruck auf ihren Gesichtern. Weiterlesen. Eine herzliche Gratulation. Sie haben es geschafft, diese ungeschliffenen Diamanten in Ihrer Schule zum Strahlen zu bringen. Wie erwartet, freudigst das nächste Werk. Entrichten Sie auch der jungen Künstlerin meine lieben Grüße. Ihr Freund Gustav. Okay, lesen, Bewunderung. Professor Caban, ich schreibe Ihnen aufgrund unserer angeregten Unterhaltung neulich im Salon. Mein Name ist Gret Lavantschek. Ich bin oft da. Viele sehen mich als eine Art Kritikerin. Ich würde mich selbst aber eher als Verbindungsfrau bezeichnen. Ich führe Schaffende zusammen und fördere ihren Austausch. In dieser kulturell so anregenden Zeit, wie viele andere auch, bin ich eine große Bewunderin ihrer früheren Werke. Doch vor allem begeistern mich ihre Initiativen in Sachen neuer Musik. Einige der vielversprechenden Talente scheinen aus ihrer der Schule Caban zu kommen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Sie mich mit einer schriftlichen Korrespondenz beehrten. Voller Freude, Grete Lavantschek. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ein Maler. Mein lieber Arthur, ich schreibe dir im Wissen, dass du wie auch ich ein großer Bewunderer der Künste bist. Leider hast du deine Abwesenheit eine Ausstellung im Salon verpasst. Der Künstler war ein junger Bursch mit Namen Franz Marquet. Seine Werke sind recht speziell. Die Porträts, die er malt, die zeigen die Menschen in all ihren Facetten. Ich dachte sofort an dich, als ich diese Bilder sah. Und wie es der Zufall will, ist mir gelungen, ein paar Zeichnungen zu erwerben, um sie dir zukommen zu lassen. Ich darf sagen, dass sie etwas fremdartig anmuten, aber auch erotisch, wenn du verstehst. Ich würde zu gern wissen, was du davon ihnen hältst. Dein Freund M.F. Das sind keine Zeichnungen. Er muss sie wohl in Wien haben. Keine Briefe lesen. Vielleicht lese ich später weiter. Was haben wir hier noch? Ich. Meine Utensilien sind in der Tasche. Tasche. Ich bin richtig hungrig. Hier drin sollte doch irgendwo noch Brot sein. Notenpapier. Ach, hier ist es. Oh, da war ein Brief darunter. Von dem wurde es? Da steht, erst bei Ankunft öffnen. Meine teure Wilma, ich hoffe, du hast die Hütte ohne Probleme erreicht. Du hast bestimmt schon zu schreiben begonnen.
inspiriert von der schönen Natur um dich. Weiterlesen. Ich muss dir jedoch etwas gestehen. Ob er wohl etwas über uns schreibt? Ich habe bereits von deiner Abreise damit begonnen, ein Konzert im Musikverein zu organisieren. Ich konnte einige berühmte Kollegen überzeugen, Werke beizusteuern. Ich musste mehrere Gefallen einfordern, doch Herr Schönberg, Herr Berg und Herr Mahler haben zugestimmt, Werke für diesen glorreichen Abend zur Verfügung zu stellen. Deine Komposition wird jedoch im Mittelpunkt stehen. Das große Finale. Nilma, denk doch nur daran. Das muss alles ganz plötzlich für dich kommen. Und ich bitte dich um Verzeihung. Doch deine Zeit ist jetzt. Die Musiker brauchen das Stück bereits nächste Woche für die Proben. In Vorfreude deiner Rückkehr, Arthur. Oh oh, sie ist klingelig begeistert. Ein Konzert? Eine Woche? Wie soll mich das beruhigen? Arthur, wie konntest du nur? Der Sturm ist schon fast hier. Wie soll ich etwas schreiben, wenn ich nicht hinaus kann? Ich sitze hier fest. Mit dem Sturm draußen. Und in mir Stille. Jausenbrot. Ich habe meinen Appetit verloren. Von wegen, ich würde Inspiration in der Natur finden. Ich kann nicht hinaus. Ich sitze hier fest. Draußen der Sturm und irgendwie nur Stille. Hallo? Jetam Manekto? Wie bitte? Deutsch? Ja. Wer ist da? Mit wem wollten Sie sprechen? Mit wem wollten Sie denn sprechen? Irgendjemand. Mein Name ist Leos. Das ist mein erstes Telefongespräch. Eine beeindruckende Maschine, nicht wahr? Ja. Erstaunlich. Ich frage mich, sind Sie in der Nähe? Wo sind Sie denn? In Österreich, in den Alpen. Woher rufen Sie ihn an? Woher rufen Sie denn an? Ich bin aus Südböhmen. Und Sie, Madame? In einer Wolke. Okay, das ist sarkastisch. In einer Wolke. Das hätte ich mir nie träumen lassen. Man hätte mir erzählt, dass man über weite Distanzen reden kann. Aber dann wirklich eine Stimme zu hören, wie großartig. Das bedeutet, ich kann endlich mit meiner Nichte Nicole reden. Magenknurren. Was war das? Was war was? Was war was? Dieses Geräusch gerade eben. Wie peinlich. Dieses Geräusch höre ich täglich, wenn meine Gäste mit leerem Magen zu mir kommen. Sind Sie Gastwirt, Leos? Ja, bin ich. Bei mir gibt es die besten Knödel in ganz Böhmen. Besonders, wenn sie frisch aus dem Topf sind. Mit einem herzhaften Soße. Magenknurren. Und wenn man sie ansticht und es dampft, so heraus. Das klingt köstlich. Sie sind köstlich. Sie müssen einmal vorbeikommen, damit ich welche für Sie machen kann. Ich wünsche, ich hätte schon eine Portion hier. Natürlich wünschen Sie sich das. Oh, verzeihen Sie mir. Sie sind bestimmt schon ganz hungrig. Es sei mir eine Freude, mit Ihnen zu sprechen, Madame. Oh, es tut mir leid. Wo habe ich nur meine Manieren? Ich habe Sie nicht einmal nach Ihrem Namen gefragt. Mein Name? Ich heiße Wilma. Wilma. Wilma, es war mir eine Freude, mit Ihnen zu reden zu dürfen. Glauben Sie, wir könnten bald wieder miteinander telefonieren? Man hat mir eine Nummer gegeben, 1255. Vielleicht. Ich hoffe es. Danke für Ihren Anruf. Auf Wiederhören, Wilma. Ach. So, jetzt aber das Brot. Ich habe eh schon Hunger. Schmatz. Oh, da hört man ja richtig das Schmatzen. Das schmeckt herrlich. Jetzt bin ich müde. Das war zu viel für den ersten Tag. Und da ist die Decke geknackt.